So, hier haben wir einmal den Ginkan-Bereich. Da ist die Tür. Hier ist so ein kleines Blümchen und vielleicht ein Aschenbecher, aber wahrscheinlich nicht. Das Bad zeige ich, glaube ich, gleich, weil da muss ich wieder meinen Schlappen anziehen. Hier ist das Zimmer. Irgendwie mag es das Licht hier drinnen nicht. Also hier sind unsere Betten auf jeden Fall. Das ist das erste Mal, dass ich auf Futon schlafe. Dann haben wir hier einen, warte, ich gehe auf die andere Seite. Haben wir hier einen großen Schrank. Da ist eigentlich nur Futonzeug drin. Da können wir Jacken und Klamotten und so reinpacken. Ein kleiner Safe, ein Telefon, ein vielleicht Heizgerät oder Lufterfrischer. Dann hat man hier immer so ein kleines Ding, was so ausgekerbt ist. So, gehen wir mal weiter. Hier weiß ich auch nicht, was das ist. Ich rate: ein Schirmständer, ein Schränkchen, Taschentuchspender, Handtuch aufhängen, Trockner. Ach, das ist die Heizung. Dann ist das keine Heizung. Das ist die Heizung. Okay. Dann haben wir hier halt ein Fensterchen. Wir haben auch direkt vor der Tür ein Bad. Das kann man richtig gut sehen durch diese nicht geputzte Scheibe. Warte, so vielleicht, ja. Da haben wir draußen direkt ein Fußbad. Schön, wie dreckig die Scheibe ist. Es liegt auch Schnee, was man jetzt nicht sehen kann. Warte, kann ich das ranzoomen? Ja. Guck schon, ist nicht mehr schlimm. Liegt schön Schnee draußen, ist aber sonnig und es ist auch nicht kalt. Dann haben wir einen kleinen Kühlschrank mit Wasserfläschchen und einem Wasserkocher. Ich vermute, im Kühlschrank ist nichts drin, aber wir können ja mal gucken. Nein, ist nichts drin. Gut. Dann ein Aircon, eine schöne Decke, eine schöne Lampe. Diese Sitzecke finde ich so cool. Die habe ich so oft schon in Animes gesehen und mir immer gedacht, boah, ich will unbedingt auch mal so eine Sitzecke haben. Jetzt haben wir sie. Voll schön. Ja, und da ist auch noch mal ein kleines Tischchen für, wenn man vielleicht ein dickes Buffet essen möchte oder so. Und da haben sie uns, oh Gott, so eng hier. Und da haben sie uns auch einen kleinen Willkommensgruß hingestellt, irgendwas im Blatt eingepackt und Tee. Ich vermute, es ist schon Tee drin. Nein. Perfekt, dann machen wir uns Tee mit Luft. Okay, dann schauen wir mal ins Bad. Da war ich nämlich auch noch nicht. Wie mache ich denn das Licht hier an? Gut, ich gehe erstmal zurück in meine Puschen. Ja, hier glaube ich. Oh, das ist sehr. Okay, das ist ein langsames Licht. Hier haben wir Waschbecken, ein Föhn, nochmal ein Taschentuch-Dingsi. Ein Hahn wie damals 1995. Alles, was man braucht, sogar Rasierer, eine Hairbrush. Sie haben eigentlich wirklich alles. Nur keine Zahnpasta. Dann, warte, ich gucke noch was mal hier. Weil der Knopf Feuer macht? Nee, das braucht man trotzdem lange. Okay, eine Toilette mit nochmal Slippern. Anscheinend muss ich noch andere anziehen. Ja, Klopapier. Darum ist das schöne Licht. Ja, und auf jeden Fall eine moderne Toilette mit allen Knöpfchen, die man so braucht. Ja, also ich bin zufrieden mit dem Zimmer, würde ich sagen. Dann haben wir uns einen Tee gemacht, denn es war nämlich Tee in diesem kleinen roten Gefäß daneben. Anschließend sind wir dann ins Onsen gegangen. Wir hatten nämlich Glück, in Anführungszeichen, dass wir kein Abendbrot gebucht haben, denn dadurch waren alle Leute gerade am Essen und wir konnten es ausnutzen, ins Onsen zu gehen. Hier findet man dann auch kleine Körbchen vor, in denen man seine Wäsche legen kann, um sie dann halt später wieder einzusammeln. Da sind auch meistens Handtücher drin, die man dann halt benutzen kann, um sich danach abzutrocknen. Und wenn man sich dann einmal umdreht, hat man hier schon direkt die Tür. Und da ist dann auch das Onsen. Hier auf der rechten Seite ist einmal die Waschstation. In Japan ist es nämlich so, dass man sich, bevor man baden geht, einmal richtig schön wäscht.
damit man nämlich dann im Onsen seine Seele reinigt und nicht den Körper. Man findet da eigentlich auch alles, was man braucht. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel ganz links Body Shampoo, dann Shampoo in der Mitte und Conditioner rechts. Ja, und wenn man damit fertig ist, kann man sich ins Onsen begeben. Wir haben auch die Chance genutzt und sind dann noch in das zweite Onsen, was es dort gab. Es gab nämlich zwei private und zwei öffentliche. Ist alles immer genau die gleiche Suppe, also vorher einmal abwaschen und dann halt ins Onsen. Das Onsen war hier ein bisschen anders designt und ich wollte das unbedingt mir mal anschauen. Es war auf jeden Fall richtig angenehm von der Temperatur, obwohl Kusatsu Onsen dafür bekannt ist, dass das Wasser dort sehr, sehr heiß sein soll. Am Abend war ich noch mal ganz kurz unten in der Lobby und habe gemerkt, es ist gar keiner mehr da, es waren noch gar keine Gäste dort. Also habe ich mir gedacht, schleiche ich mich doch mal kurz ins Frauenbad, weil das sieht man ja eigentlich nicht. Ich muss gestehen, ich habe vorher erst gecheckt, ob jemand drin ist, weil ich wollte jetzt nicht mit der Kamera da reineiern und dann sitzt da irgendeiner und badet. Also ich meine, das wäre ja auch super schrecklich gewesen. Aber ich muss sagen, das Bad ist tatsächlich nicht so groß. Ich hätte gedacht, es wäre ein bisschen größer. Und da ich mich sowieso schäme, vor fremden Leuten nackt durch die Gegend zu huschen, würde ich einfach ins Private gehen. Kleiner Fakt so am Rande, es war so schön da durchzulaufen, das Wasser war so warm. Es war wirklich tiefenentspannt, einfach nur kurz das zu filmen. Itadakimasu. Glücklicherweise hatten wir am nächsten Tag auch Frühstück mit dabei gebucht und es war einfach wirklich ein tolles, leckeres, frisches, gesundes Frühstück, muss ich sagen. Ich bin bis heute absolut begeistert gewesen. Der ganze Trip, der ganze Aufenthalt im Ryokan Tamura kann ich absolut weiterempfehlen. Solltet ihr je in Kusatsu sein, bucht bitte das Hotel, grüßt den alten Mann gern von mir und habt eine schöne Zeit. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.